Ich erzähle dir heute alle Neuigkeiten rund um das Thema Parfüm, ob Nische, Designer, günstig oder teuer, hier ist für jeden was dabei. Starten wir doch mal mit diesem Duft und der könnte tatsächlich für den kommenden Sommer schon sehr, sehr interessant für dich sein. Ich spreche von einer Neuauflage von dem Duft Mandorlo di Sicilia von Acqua di Parma. Der Duft ist wie sein süß-gourmandiger Vorgänger von 1999, ein Eau de Toilette, hat allerdings in der Herznote statt Mandeln eine frische Minze. Anhand der Duftnoten lässt sich also schließen, dass es mehr so in die zitrisch-grüne Richtung geht und somit auch für warme Temperaturen bestens geeignet sein wird. Wenn du süß-gummandige Düfte magst, dann kannst du dich genauso wie ich jetzt auf diesen Duft hier freuen. Hier bekommst du nämlich Birne mit Kaugummi. Kajali hat uns hier nämlich wieder einen sehr süßen Begleiter gezaubert und der nennt sich Vanilla Candy Rock Sugar 42. Die Duftnoten zu dem Duft, die klingen alleine schon richtig, richtig lecker. Hier bekommst du nämlich Birne, Vanillecreme, Marshmallow, Kaugummi, Jellybean, Zucker, Rum und das Ganze in einem Duft. Also ich bin super gespannt und freue mich riesig darauf. Preislich kann man zu dem Duft jetzt noch nichts sagen, allerdings sind ja die Kajali-Düfte immer alle recht gleich gehalten und ich schätze mal, der wird wieder bei 100 Millilitern so bei 105 Euro liegen. Vielleicht kennst du auch schon die Düfte aus dieser Reihe und nun gibt es einen ganz neuen Flenker dazu. Azzaro hat nämlich seine Chrom-Reihe erweitert und zwar um den Azzaro Chrom Azur. Alle aus der Reihe gehen ja in diese frisch-aquatische Richtung und genauso wird es auch bei diesem Duft wahrscheinlich sein, denn der Duft beinhaltet Bergamott, Lavendel und maritime Noten und könnte somit auch für die warmen Temperaturen bestens geeignet sein. 100 Milliliter liegen hier bei 89 Euro. Welchen Duft aus der Reihe kannst du denn empfehlen? Schreib mir das mal unbedingt in die Kommentare, denn das ist ja vielleicht nochmal ein kleiner Sommertipp. Auch die folgende Marke hat mit 7 Düften bereits ordentlich nachgelegt und so erweitert Amav zum Beispiel auch mit 4 Düften seine Tech-Reihe. Zum einen haben wir da den Tecim Uomo Rosso. Der geht in so eine würzig-vanillige Richtung und wird auf Fragrantica bereits mit dem Paco Rabanne Invictus Victory Elixir verglichen. Bei dem Tecim Uomo Nero weiß ich allerdings noch nicht so ganz, wo die Reise hingehen soll. Der kommt mir so ein bisschen würzig und blumig rüber anhand der Duftnoten. Der Tech-Hör Donna Colorata könnte so in die Richtung Libre von Yves Saint Laurent gehen und könnte vielleicht eine gute und günstige Alternative für deine Lady sein. Und dann gibt es aus der Reihe noch den Tech-Hör Donna di Terra. Das wird so ein würziger Rosenduft sein. Die Düfte aus der Reihe sind auch gar nicht mal so teuer. Die kosten nämlich gerade mal 25 Euro auf 100 Milliliter. Des Weiteren hat Amav den Duft Drenui Valentina herausgebracht, der eventuell so ein bisschen in die Richtung Delina Exklusiv von Parfums de Mali gehen soll, nur zu einem Preis von ca. 19 Euro. Besonders spannend finde ich hier The Pride of Amav Admiral. Der hat nämlich so rauchige, vanillige und würzige Anteile und ich könnte mir den äußerst gut als Kuschelduft vorstellen. Außerdem gibt es noch diesen Duft und hinter dem bin ich schon die ganze Zeit hinterher, den gibt es nämlich noch nicht, das ist der Ventana Marine. Der Duft hat nämlich so zitrisch-holzige Noten und der wird auf Fragrantica mit dem Imagination und auch mit dem Bleu de Chanel verknüpft. Also da bin ich wirklich mal sehr gespannt, in welche Richtung der letztendlich wirklich geht. Jetzt kommen wir zu einem Duft, der aktuell noch komplett die Geister scheiden wird, was das Preisliche anbelangt. Denn hier geht es um 100 limitierte Exemplare von Defy Tony Yumi Signed Edition von Xerchow. Das ganz Besondere an diesen 100 Flakons ist nämlich, dass Tony Yumi und Sergio Momo diese Hand unterschrieben haben. Wer sich allerdings fragt, wer ist denn dieser Tony Yumi überhaupt? Das ist der Gitarrist und Komponist von der Heavy-Metal-Gruppe Black Sabbath. Und wer sich jetzt fragt, wer ist Sergio Momo? Das ist derjenige, der 2004 Xerchow gegründet hat. Doch nochmal zurück zum Duft. Vielleicht kennst du ja auch schon den Tony Yumi Monkey Special. Der geht ja in so eine sehr süße und würzige Richtung. Die neue Version hingegen soll in so eine sommerliche, fruchtige, frische, aber auch etwas ledrige Richtung gehen. Der einzige Haken an dem Duft aktuell noch ist, dass der Duft auf 50 Milliliter 650 Euro kostet. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für dich, denn bereits im Mai oder Juni soll wahrscheinlich schon die normale Version des Duftes kommen. Ich denke mal, für Musikliebhaber und Sammler könnte das ganz spannend sein. Ich werde allerdings mal warten, bis die normale Version herauskommt, um die zu testen. Um uns mal von diesem Schock zu erholen, fahre ich jetzt mal ein etwas günstigeres Preissegment auf. Und zwar hat Zara auch bereits zwei neue Düfte schon wieder am Start. Zum einen haben wir hier den Blue Spirit Sommer. Da bekommst du Lavendel, Salbei und Tabak im Flakon. Zum anderen hat Zara noch den Queen Savage Summer hinzugefügt. Da bekommst du eine Mischung aus Bergamott, Sandelholz und Tonkabohne. Und der wird hier schon mit einem leckeren Pina Colada verglichen. Ich habe mal online nach den Düften geguckt und da habe ich gesehen, die kosten so 16 Euro auf 90 Milliliter. Ich kann jetzt alle Liebhaber für kunstvolle Flakons sehr, sehr glücklich machen mit dieser Nachricht, denn Jean-Paul Gaultier erweitert seine Pride Edition für 2024. So werden
werden die klassischen Flakons vom Le Male, aber auch vom Classique mit der Kunst und dem Style vom Künstler Keith Haring verziert. Ich habe mir das Ganze auch mal auf der Homepage angeguckt, denn ich interessiere mich auch so ein bisschen für Kunst und da ist mir aufgefallen, dass es doch so eine kleine, leichte Ähnlichkeit zur Guernica von Picasso gibt. Aber das kann auch nur meine eigene freie Interpretation sein. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Der Duft dieser Pride Edition ist wie in den Jahren zuvor auch gleich geblieben. Also du bekommst hier wirklich einen wunderschönen, sommerlichen, einfach geilen Weichspüler. Waschmittel, ich kann es nicht anders sagen. So Orangenduft mit Waschmittel, total lecker für den Sommer. Der Flakon wird in 125 Milliliter verfügbar sein, aber ich habe bis jetzt noch keinen Preis entdeckt. Ich verrate dir jetzt mal noch einen richtig, richtig guten Geheimtipp aus Griechenland, wo ich die Düfte bisher sehr, sehr authentisch finde. Vielleicht hast du es ja auch schon das ein oder andere Mal bei uns auf dem Kanal gesehen, denn John hat nämlich genau von dieser Marke den Duft Coffee Edict und zwar geht es hier um Theodoros Kalotinis. Von dieser Marke gibt es nämlich jetzt 4 neue Düfte und die klingen einfach wundervoll. Ich zeig die dir jetzt. Zum einen haben wir hier Pier Gelato und genauso kannst du dir den Duft wahrscheinlich vorstellen, denn der Duft soll in Richtung Birne mit Waffeleis gehen. Für ihn geht es hier bei dem Duft um eine Kindheitserinnerung, wie er früher als Kind in der Sonne Eis gegessen hat und sich von der Sonne hat bestrahlen lassen und das war für ihn ein wunderschönes Gefühl. Der nächste Duft heißt Cherry Powder und hier bekommst du einen Kirschduft gemischt mit Puder und Makronen und bei dem Duft soll es darum gehen, dass du jeden Moment genießen und feiern sollst. Des Weiteren gibt es noch den Duft Cotton Candy, da hast du so einen Zuckerwatten-Karamellduft und zu guter Letzt gibt es noch den Duft Creme Brûlée und das soll wirklich riechen wie das französische Dessert mit diesem karamellisierten Zucker. Was ich richtig cool finde, ist, dass viele dieser Düfte gar nicht mal so teuer sind. Hier kosten nämlich gerade mal 50 Milliliter 45 Euro. Außer das Creme Brûlée in dieser Reihe hier, das zählt dann zu der Extra-Variante und kostet 150 Euro, 50 Milliliter. Das einzige Manko, was ich jetzt hier gefunden habe, ist leider der Versand. Der ist nämlich ein bisschen teurer, weil die ja nach Deutschland einliefern müssen und der liegt bei 16,71 Euro. Aber dadurch, dass die Eau de Parfums jetzt nicht ganz so preisintensiv sind, ist es, denke ich, noch okay. Und auch diese Marke hier haut wirklich nach und nach immer wieder neue Düfte raus, sodass man kaum noch hinterherkommt. Aber die Preis-Leistung der Düfte, die ist wirklich immer ausgesprochen gut. Ich spreche hier von Latafa und Latafa hat bereits dieses Jahr schon wieder 4 neue Düfte am Start. Zum einen haben wir hier den Ashwat Pink to Pink und der wird so ein bisschen beschrieben wie eine Mischung aus tropischen Früchten und rauchigen Noten, gemischt mit so ein bisschen Ombre Nomad Vibes. Der Maya Natural Intense, das ist so ein aquatisch frischer Duft mit so süßen Noten, der bestimmt ganz nett für den Sommer geeignet ist. Dann haben wir noch den Teriyak, der ist so ein bisschen zwiegespalten bewertet mittlerweile. Manche sagen, der geht in so eine Richtung Jean-Paul Gaultier, La Belle, Les Parfums. Andere hingegen finden das nicht so. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung mit dem Duft, kannst mir das mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Und zu guter Letzt gibt es noch den Asad Zanzibar. Das ist für mich so ein Kokosnussduft gemischt mit Sonnencreme, süße und salzige Noten. Hast du aus dieser Newsliste bereits schon was getestet? Wenn ja, schreib mir mal unbedingt in die Kommentare, wie dir der Duft dann gefallen hat. Und wer auch einen Duft komplett neu rausgebracht hat, ist Kai Porten, der Duft-YouTuber. Der Duft geht in so eine kirschige Richtung und wenn du dazu unseren ersten Eindruck mal sehen möchtest, dann schau unbedingt mal in dieses Video rein.